Vor 50 Jahren ist der Kaninchenzuchtverein L111 Bockhorn gegründet worden. Anlässlich dieses Jubiläums findet an diesem Wochenende in der Bauhalle der Firma Lede am Klinkerhof die Kreisjungtierschau statt. Sie ist an diesem Sonnabend, den 18. Juli, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung mit Bockhorns Bürgermeister Andreas Meinen findet um 14 Uhr statt. Am Sonntag sind die Tiere von 9 bis 16 Uhr ausgestellt. Wir stellen 106 Tiere aus 10 Rassen mit verschiedenen Farbschlägen vor, sagte die Vereinsvorsitzende Monika Janssen.